بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Wir machen weiter mit dem siebten Hadith der Al-Arba'un al-Nawawiyyah. Der Hadith von Tamim al-Dari. Er sagt, قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم. أبو رقية تميم الداري sagte, der Prophet صلى الله عليه وسلم sagte, der Dien ist aufrichtiger Rat. Ich habe es jetzt mal so übersetzt oder so übernommen. Ich werde gleich was dazu sagen. Wir fragten ihn hinsichtlich wessen, darauf sagte er, hinsichtlich Allahs, seiner Schrift, seines Gesandten, der Autoritäten unter den Muslimen und der Allgemeinheit. Das ist überliefert bei Muslim. Wie alle Hadith der Al-Arba'un al-Nawawiyyah wurde auch über diesen Hadith gesagt, er sei ein Viertel der Religion. Das habe ich euch am Anfang dieser Daura gesagt. Jeder einzelne Hadith in dieser Sammlung über ihn wurde derartiges oder ähnliches gesagt. Das ist auch eines der Gründe, warum man eben mit diesem Schreiben beginnt. Die meisten Talaba beginnen mit diesem Schreiben. Auch die erste Ijaza, die meisten Talaba im Hadith erlangen, ist in diesem Buch. Das ist das Erste, was man liest, was man auswendig lernt, was man erklärt und so weiter. Einfach aufgrund der auserwählten Ahadith in diesem Text. Daher sagte Al-Hafidh Abu Nu'aym, er sagte, هذا الحديث له شأن. Dieser Hadith hat eine Angelegenheit für sich oder ist eine Sache für sich. Und Muhammad ibn Aslam sagte, هو أحد أرباع الدين. هو أحد أرباع الدين. Er ist ein Viertel des Dienstes. Dieser Hadith deutet eigentlich, der Dreh- und Angelpunkt dieses Textes ist, er hat mit dem Umgang mit den Muslimen zu tun oder dass sich kümmern und sorgen um die Angelegenheiten der Muslime, sei es im Allgemeinen oder im spezifischen Sinne die Angelegenheiten bestimmter Individuen. Deswegen überliefert al-Tabari einen ähnlichen Hadith. Er sagte, dass der Prophet, Hudhayfa ibn al-Yaman sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sprach, man lam yahtam bi amri al-muslimin falaysa minhum. Wer sich nicht um die Angelegenheiten der Muslime kümmert oder sorgt, der ist nicht von ihnen. Wa man lam yumsi wa yusbih nasihan lillahi wa rasulihi wa li kitabihi wa li imamihi wa li ammatil muslimin falaysa minhum. Und wer nicht am Morgen und am Abend nasih ist, also aufrichtig, nasih, aufrichtig, lassen wir es mal so, aufrichtig in der Sache Allahs oder für, nicht aufrichtig ist für Allah, für seinen Gesandten, für sein Buch, für den Imam der Muslime und für ihre Allgemeinheit, der ist nicht von ihnen. Was ist die Nasiha? Aufrichtiger Rat. Und so wird das meistens übersetzt. Ich habe schon mal gesagt, dass diese Übersetzung, ich finde sie nicht so zutreffend. Schauen wir uns mal an, woher das Wort Nasaha eigentlich kommt. Ihr wisst, Honig muss ja am Anfang ein bisschen gefiltert werden, richtig? Oder, also ich sage mal, man muss ihn von dem Schlack befreien, wenn man das Schlack nennen darf, der sich da rumtreibt im Honig. Oder auch das Gold muss man vom Schlack befreien. Nasaha bedeutet, etwas von der Vermengung frei zu machen, etwas zu klären und filtern. Deswegen sagst du, nasahtu al-asal, nasahtu al-asal. Das heißt nicht, ich habe dem Honig einen aufrichtigen Rat gegeben. Das heißt, ich habe den Honig geklärt, gesäubert.
Al-Khattabi, er sagte über die An-Nasiha, er sagte, An-Nasiha kalimatun yu'abbaru biha an jumla. Das heißt, das Wort An-Nasiha ist ein Wort, das viele Bedeutungen in sich versammelt. Dann nennt er einige dieser Bedeutungen. Er sagt, wa hiya iradatul khayri lil ghayr. Bas, hadhihi an-Nasiha. Irada, ganz kurz und knapp ausgedrückt, iradatul khayr lil ghayr. Das heißt, demjenigen etwas Zuträgliches zu verschaffen, dem man eine Nasiha geben möchte. Oder jemand, demjenigen, dem man eine Nasiha, mit dem man aufrichtig sein will, ihm etwas Gutes antun zu wollen. Ihm etwas Gutes zu wollen. Das ist die An-Nasiha. Iradatul Khair lil Ghair. Und das muss auch so erklärt werden, sonst macht der Hadith nämlich keinen Sinn. Weil was soll man unter der Nasiha verstehen für Allah? Ein verbaler Ratschlag wird das wohl nicht sein. Richtig? Oder für das Buch Allahs. Da kannst du auch keine verbalen Ratschläge erteilen. Da ist mit der Nasiha etwas anderes gemeint. Und zwar das, was Al-Khattabi hier gesagt hat, etwas Gutes für jemanden oder etwas wünschen. Oder das Beste für jemanden oder etwas wollen. Al-Khair. Na. Und deswegen sagt Ibn Hajar, erklärt dann die verschiedenen Formen der Nasiha. Er sagt, was ist, weil es stellt sich dann die Frage, wenn das so ist, was bedeutet dann die Nasiha lillah? Al-Nasiha tu lillah. Bevor wir auf diese einzelnen Formen oder der hier genannten Dinge eingehen, nochmal ein anderer Punkt, der die Wichtigkeit der An-Nasiha im Allgemeinen hervorhebt. Wie hat er das denn am Anfang ausgedrückt? Er hat gesagt, Ad-Dinu An-Nasiha. Wisst ihr, was das bedeutet? Wie ist eigentlich im Arabischen ein Satz aufgebaut? Ein Satz, der nur aus zwei Bestandteilen besteht. Also ein Satz muss mindestens aus zwei Dingen bestehen. Zwei Nomen beispielsweise. Zwei Nomen. Aber das muss nach einem bestimmten Schema passieren. Zum Beispiel, in den meisten Fällen ist es so, dass der erste Bestandteil des Satzes definiert ist, also mit einem Artikel versehen ist. Und das zweite Wort ist undefiniert, unbestimmt. Also dementsprechend müsste man das eigentlich so ausdrücken, wenn du es ganz normal aussagen möchtest, Ad-Dinu Nasiha. Der Din ist ein aufrichtiger Rat. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das nicht so getan. Er hat beide Wörter bestimmt. Und das macht man eigentlich nicht. In normalen Fällen macht man das nicht. Also wenn ich dir zum Beispiel sagen möchte, dass Zayd ein Alim ist, Zayd ist schon bestimmt, weil es ein Personenname ist. Dann sage ich nicht Zaydun al-Alim, sondern Zaydun Alim. Zayd ist ein Alim. Wann macht man das denn? In welchen Fällen wird das getan, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier gemacht hat? Wenn man etwas wieder, wie wir schon mehrmals erwähnt haben, begrenzen und einschränken will. Wenn ich sagen will, nur Zayd ist der Alim, dann sage ich Zaydun Al-Alim. Oder wenn ich ausdrücken will, dass Zayd sämtliche Qualitäten und Charakteristiken des Alim in sich trägt, dann sage ich das. Zaydun Al-Alim. Jetzt nochmal zum Hadith, hört euch das nochmal an. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Ad-Din An-Nasiha. Was versteht ihr daraus jetzt? Na? Ja, also er sagt, der Din ist nichts anderes als die Nasiha. Das heißt, der Din ist in diesem Punkt, in diesem Wort eingeschlossen. Er geht nicht heraus. Der Din ist also
Kurz gefasst nochmal, Iradatul Khair lil Ghair. Gutes mit den anderen zu wollen. Gutes mit den anderen zu wollen, ist der Ad-Din. Tayyib. An-Nasihatu lillah, die Nasiha für Allah. Die Nasiha Allahs ist der Tawhid, die Umsetzung des Tawhid, so wie wir es gestern beschrieben haben. Dass man ihn mit Eigenschaften der Vollkommenheit, der Glorie und Herrlichkeit beschreibt, dass man ihn frei erklärt von Mängeln, Defiziten und negativen Eigenschaften, dass man das Ungehorsam meidet und die Pflichten erfüllt, dass man als Knecht lebt, ihn mit Ikhlas anbetet, für ihn liebt und derartiges, das ist die An-Nasiha lillah. طيب النصيحة لرسول أو لكتابه die Nasiha für sein Buch, die Nasiha für sein Buch ist ähnliches, dass man an dieses Buch glaubt, dass man es verherrlicht, dass man es respektiert und ehrt, dass man es richtig rezitiert. Das richtige Rezitieren bedeutet, es zu befolgen. Wie Allah Ta'ala sagt, حَقَّ تِلَاوَتِهِ. Es gibt einen Unterschied zwischen Qira'a und Tilawa. Was meistens aber auch als Tilawa wird auch übersetzt als Rezitieren. Aber die Tilawa beinhaltet mehr als nur Rezitieren, das ist das Befolgen. Deswegen sagt er, حَقَّ تِلَاوَتِهِ. Dass man bei seinen Befehlen und Verboten stehen bleibt. Al-Wuquf inda awamirihi wa nawahih. Dass man sich darum bemüht, das Wissen, was sich in diesem Koran befindet, aufzusammeln und zu verstehen. Es zu verstehen. Verstehen erfordert Aql, oder nicht? Wisst ihr, die Menschen sind auf auf drei Spuren. Es gibt welche, die haben ihren Verstand in Bezug auf die Texte komplett abgeschaltet. Und dann gibt es welche, die haben ihren Verstand so hoch vergöttert, dass sie ihn über die Texte gestellt haben. Und dann gibt es welche, die einen Zwischenweg gehen. Und dieser Zwischenweg wird im Koran erwähnt. Und der Zwischenweg bedeutet nicht, dass man seinen Akel abschaltet beim Lesen und Verstehen der Texte, weil das geht nicht. In der Surat al-Mulk, was sagt denn da Allah Ta'ala über die Kuffar? Er sagt, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Und sie sagten, würden wir doch nur hören und Verstand haben oder begreifen, also mit Verstand an die Sache gehen, mit dem Aql, Na'qil, dann wären wir nicht bei den Insassen des Sa'ir. Das heißt, der Aql, den darfst du nicht gänzlich verschließen, aber dennoch wurde der, das ist auch ein interessanter Punkt, Allah Ta'ala hat diese Aussage, لو كنا نسمع, dem Aql vorgestellt. Richtig? Sie sagt nicht, لو كنا نعقل أو نسمع, sondern لو كنا نسمع, würden wir nur hören und verstehen. Nicht umgekehrt, würden wir verstehen und hören. تقديم السمع على العقل. طيب. تدبر آياتي, das Verstehen, das Nachsinnen und Nachdenken über die Verse des Korans gehört zur Nasiha. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. Das ist ein, hier prangert Allah Ta'ala an, das ist eine Kritik. Das ist eine Kritik. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. Sinnen Sie nicht über den Koran nach? Das ist also eine negative Eigenschaft. Wer den Koran einfach nur liest, 20 Jahre lang liest und sich nie, besonders jemand, der kein Arabisch versteht, und sich nie darüber die Gedanken gemacht hat, mal ein bisschen versuchen zu verstehen, das ist mies. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. Denn grundsätzlich wurde der Koran nicht wegen dem Lesen herabgesandt,
sondern um ihn zu verstehen, aus ihm Lehren zu ziehen, sich von ihm leiten zu lassen. طيب النصيحة لرسوله دي نصيحة في زين رسول ist ähnlich der Iman an ihn und an das womit er gekommen ist, ihn zu respektieren, ihn zu ehren. Übrigens Respekt und Ehre, ne? Das ist so eine Sache. Es gibt auch in Bezug auf den Koran respektieren und ehren. Das sind allgemeine Sachen, die Allah Ta'ala gefordert hat. Auch den Koran zu respektieren und zu ehren, den Propheten respektieren und ehren. Aber er hat nicht gesagt, was dazu gehört und was nicht dazu gehört. Was gehört nun zum Respektieren und was nicht? Es gibt gewisse, ich sag mal so, es gibt einen gewissen Kodex, den die Menschen so mit sich tragen und Dinge, die sie einfach so von Natur aus wissen oder durch den Urf, dass so etwas zum Respekt gehört und sowas nicht. Deswegen musst du nicht bei jeder Sache, wenn du irgendwo in den Büchern der Fuqaha liest, dass sie sagen, so und so sollte man nicht machen mit dem Koran, weil das respektlos ist. Da musst du nicht immer fragen, wo ist der Dalil? Wo ist der Dalil dafür? Es gibt nämlich allgemeine Adilla Kulliya, die den Respekt verlangen. Es muss nicht für jede einzelne Form der Respekterweisung einen speziellen Dalil geben. Die Fuqaha erwähnen zum Beispiel, dass es nicht erwünscht ist. Es gehört nicht zum respektvollen Umgang mit dem Koran, dass du, wenn du sitzt, ihn als der Armlehne nutzt. Ja? Um deinen Arm zu stützen. Gibt es einen Dalil dafür, dass es verboten ist? Einen speziellen Dalil, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, nimm den Koran nicht zum Kissen. Gibt es nicht. Aber wir sind uns darin einig, dass das nicht respektvoll ist, oder? Ich glaube nicht, dass da jemand sagen würde, dass das macht nichts. Das ist kein Ausdruck der Respektlosigkeit. Die Fuqaha erwähnen aber auch, dass man seine Füße nicht, das heißt, wenn der Koran vor dir liegt, dass du nicht deine Füße dorthin ausstreckst. Hier sagen viele dann, größter Beweis, der Beweis ist der gleiche wie bei der Sache mit dem Ellenbogen. Wenn das kein Beweis für dich ist, dann musst du das auch mit dem Ellenbogen erlauben. Oder sie sagen beispielsweise, dass es nicht erwünscht ist, dass man Bücher über den Koran stapelt. Dass der Koran unten ist und du andere Bücher über ihn stapelst. Gibt es hierfür einen Dalil? Hä? Na? Oder Ruhe? Ja, es gibt aber hier auch einen spezifischen Dalil. Na, das ist ein spezifischer Dalil. Wa kalimatullahi hiya al-ulya. Oder der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in einem Hadith, al-Qur'anu ya'lu wa la yu'la alayh. Al-Qur'anu ya'lu wa la yu'la alayh. Der Koran ist oben, nichts darf über ihm sein. Natürlich muss man das nicht im materiellen Sinne verstehen, im Sinne des Mushaf, besonders weil der Mushaf zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht in einer in gesammelter Form da war. Aber der Hadith mit seinem Mafhum deutet auch darauf hin. Weil das müssen wir verstehen, wir haben auch ein Problem in der Gesellschaft, dass die Leute denken, es muss für jede einzelne Mas'ala immer ein spezifischer Dalil da sein. Also für jeden Sachverhalt wollen die Leute ein Wort haben. Da muss es explizit drin stehen, dass man das machen darf und das nicht machen darf. Dieser Umgang oder dieses Verständnis deutet darauf hin, dass man gar keine Ahnung hat über die Thematik des Fiqh. Ein Großteil des Fiqh basiert auf Istinbatat, auf Ableitungen. Und wenn wir von Ableitungen reden, dann bedeutet das, es gab keine expliziten und definitiven Texte. Man hat das in einer Form des Ijtihad abgeleitet. Ich gebe euch ein Beispiel dafür. Eines der typischen Beispiele. Das Rafu al-Yadayni fi Dua. Das Heben der Hände im Dua. Das Heben der Hände im Dua ist, wie die Ahlul Ilm sagen, so oft überliefert worden,
entweder in allgemeinen Texten oder in spezifischen Texten, also zu besonderen Situationen und Anlässen, dass sie das At-Tawatur al-Ma'nawi nennen. At-Tawatur al-Ma'nawi. Ihr erinnert euch, am ersten Tag habe ich euch gesagt, was At-Tawatur bedeutet. Ne? At-Tawatur, nochmal zur Erinnerung, oder jemand erinnert die Gruppe. Mahu At-Tawatur, was ist At-Tawatur? Ja. Nur von den ersten. In jeder Tabaka, jeder einzelnen Generation der Überlieferer. Nehmen wir an, wir haben bis zu Al-Bukhari, bis zu Bukhari haben wir 3 Generationen. Ist es möglich eigentlich, dass Bukhari, zwischen Bukhari und dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, nur 3 Leute sind? Ist möglich. Bukhari, dann noch eine Person, noch eine weitere, der Sahabi und dann der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Das nennt man Thulathiyat. Thulathiyat. Nehmen wir an, wir haben ein Hadith, zwischen ihm und Bukhari sind 3 Generationen und die Generation von Bukhari mit eingeschlossen. Er ist nicht ausgenommen davon. In jeder Generation wird es so oft überliefert, der Hadith, beispielsweise 20 Leute überliefern ihn, 50, 200, unabhängige Personen. Und diese überliefern das wieder von der dritten Generation und der zweiten und der ersten, immer das Gleiche, in dieser Menge. Alle unabhängig voneinander. Bis zum Propheten. Beim Propheten wird diese Menge natürlich nicht bedingt, weil das gar nicht geht. Er ist immer eine einzige Person. Das nennen wir At-Tawatur. Wadih? Verstanden? Der Tawatur hat 2 Formen. Diese Form der Riwaya hat 2 Formen nochmal. Es gibt etwas, nennen sie At-Tawatur al-Lafzi und At-Tawatur al-Ma'nawi. At-Tawatur al-Lafzi bedeutet, dass ein Wortlaut, ein Wort, also ein Hadith mit einem Wortlaut in dieser Menge überliefert wird. Alle überliefern einen Text mit diesem Wortlaut. Und eines der Beispiele dafür ist der Hadith Man kadaba alayya muta'ammidan. Wer absichtlich über mich lügt, der soll seinen Sitz in Jahannam einnehmen. Dieser Hadith wird in jeder Generation so oft überliefert, dass es gar nicht mehr möglich ist, dass da ein Fehler dazwischen gelaufen ist oder dass man sich absichtlich auf etwas Falsches geeinigt hat. Das nennt man At-Tawatur al-Lafzi. Dann gibt es aber etwas, das nennt sich At-Tawatur al-Ma'nawi. Das bedeutet, es ist kein bestimmter Wortlaut da, der immer wieder auf gleiche Art und Weise überliefert worden ist, aber es gibt eine bestimmte Gemeinsamkeit in ganz vielen verschiedenen unabhängigen Texten. Dazu zählen sie als Beispiel Raf'ul Yadayn fi Dua, das Heben der Hände im Dua. Das wurde nämlich in zigfach überliefert, in ganz allgemeinen Texten. Zum Beispiel in dem Text, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah Ta'ala ist Karim, gutmütig und er schämt sich, seinen Diener leer zurückzuschicken, wenn er seine Hände zu ihm emporhebt, zum Dua. Und das wird auch noch kommen im Hadith, hier in den Arba'un al-Nawawiyya, ich glaube, das ist der nächste Hadith, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam von einem Mann berichtet. Er sagt, Ash'ath Aghbar, mit zersaustem Haar, verstaubtem Körper oder Füße, er hebt seine Hände hoch, wa yaqul ya Rabb, ya Rabb, und sagt, oh mein Herr, mein Herr, oh, seine Nahrung war haram, sein Trinken war haram, seine Kleidung war haram. Anna yustajabu lidhalik. Wie soll man ihn nur erhören? Das sind einige Texte, nur zum Beispiel jetzt. Wenn wir jetzt allgemein so eine Unmenge von Texten haben, in diesem Text hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam oder in dem vorher, man kann daraus ableiten, dass das Heben der Hände im Dua von den Adab des Dua ist. Da muss man jetzt für jedes Dua, das du machst, beispielsweise um 5 Uhr ist Arbeitsschluss und wir haben eine Person, bei Arbeitsschluss setzt sie sich erstmal hin und macht Dua, muss ich jetzt nach einem Dalil suchen, dass es erlaubt ist, um 5 Uhr nach Arbeitsschluss Dua zu machen und dabei die Hände zu heben? Na, warum? Es gibt die Adillatul Kulliya, Al-Nusus Al-Amma, Ghair Mukhassasa, die allgemeinen
nicht spezifischen Adilla. Und daher kann man bei jedem Dua die Hände heben, es sei denn, es gibt etwas, das darauf hindeutet, dass man es nicht machen soll. Wie am Tage von Jumu'ah, der Imam. Der Imam, wenn er das Dua macht, wird überliefert, dass er nur die Hände, nur den Finger hebt. Ja? Der Imam auf der Mimbar. Deswegen ist übrigens eine Sunna in fast allen Madahib, auch im Madhab der Hanabila, sie erwähnen, dass es Mustahab ist, wenn man nach dem Gebet Dua macht, die Hände zu heben. Das erwähnen auch die Shafi'iyya und auch die Hanafiyya und die Hanabila. Die Malikiyya haben da, glaube ich, eine andere Auffassung. طيب. Die A'imma der Muslime. Die Nasiha für die A'imma der Muslime, die Autoritäten der Muslime. Mit den Autoritäten der Muslime sind entweder die Siyasiyun gemeint, yani die Könige oder die Khulafa oder derartiges, oder andere Autoritätspersonen, die sagen, die etwas zu sagen haben in der islamischen Gemeinschaft. Was ist die Nasiha für sie? Mu'awanatuhum fil haqq. Dass man sie solange man im Rechten ist, unterstützt und stärkt. Wa ta'atuhum fi wa tadhkiruhum. Ihnen zu gehorchen und sie zu erinnern und zu ermahnen, sollten sie nicht recht handeln. Und es wird überliefert, dass als Umar ibn Khattab die Khilafa übernommen hat, hat er sich auf den Minbar gestellt und gesagt, er sagte zu ihnen, gehorcht mir, solange ich Allah und seinen Gesandten gehorche. Und sollte ich abweisen, dann weist mich zurecht. Und dann stand Salman auf, Salman Farisi, und er sagte, Wallahi, wenn du abweichen solltest, würden wir dich mit unseren Stöcken zurechtbiegen. Nee, das ist nicht so wie heute. Leute denken, dass die Nasiha bedeutet, besonders eine gewisse Gruppierung, die denken, die Nasiha bedeutet, oder was sie Ta'atu Wali al-Amr nennen, bedeutet, dass man gar nichts mehr sagt. Dass man einfach mundtot ist. Dass man machen lässt, was sie machen wollen. Dass man alles über sich ergehen lässt. Keinen Mucks äußert. Einer kam letztens im Fernsehen. Das ist nicht lange her, vor ein, zwei Monaten, glaube ich. Er hat über dieses Thema gesprochen. Da sagte er, selbst wenn der Wali al-Amr im Fernsehen auftritt und öffentlich Zina macht oder öffentlich Alkohol trinkt, im Fernsehen, vor allen Menschen, du darfst nichts sagen. Warum? Weil damit spaltest du die Umma. Naja, jedenfalls, das ist die Nasiha li Ammatil Muslimin. Und die Nasiha li Ammatil Muslimin, die Nasiha für die Allgemeinheit der Muslime, ist, glaube ich, auch verständlich, was man darunter verstehen kann, dass man sich um sie sorgt, um sie kümmert, um ihr Wohl, dass man sich um ihr Wohl kümmert, dass man versucht, da wo man ihnen nutzen kann, ihnen zu nutzen, da wo man Schaden abweisen und abhalten kann, versucht es auch abzuhalten, dass man sich für sie einsetzt, dass man sie verteidigt und Betrug, Neid, Lästerei, alles was den Muslimen schadet, dass man das meidet, das gehört zur An-Nasiha lil Muslimin, dass man für sie liebt, was man für sich selbst liebt. All diese Dinge gehören eben dazu. Und manchmal ist es vorzüglicher, dass du dich für eine Sache einsetzt, selbst wenn es nur sehr belanglose Kleinigkeiten sind, ein Muslim irgendwie hilfst, kann manchmal besser sein,
als dass du dich mit gewissen Ibadat beschäftigst. Deswegen wird überliefert, dass Al-Hasan al-Basri war das, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, Umar ibn Abdul Aziz war das. Umar ibn Abdul Aziz, er hat jemanden ausgeschickt, um einer bestimmten Person bei etwas beizustehen, ihm zu helfen und ihm befohlen, dass er dabei vorbeigeht bei A'mash und ihn ebenfalls dazu holt. Daraufhin ist er hingegangen und diese Person war in der Moschee im Mu'takaf, hat der I'tikaf gemacht. Und er ist wieder zurückgekommen und hat gesagt, er meint, er ist in der Moschee, er könne gerade nicht. Und dann sagt er, ja, A'mash, weißt du nicht, dass du dich für einen Muslim in seiner Sache einsetzt, besser für dich ist, als in diesem I'tikaf zu sitzen? Na, طيب. الفضيل بن عياض رحمه الله sagte: ما أدرك من أدرك عندنا بكثرة الصلاة والصيام وإنما أدرك بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للأمة. Hohe Ränge und Stellungen hat bei uns nicht jemand erreicht durch Unmengen von Gebeten oder Unmengen von Fasten, sondern durch drei Dinge nennt er, Sacha und Anfus, gütige Seelen zu haben, gütige Seelen, gutmütige Seelen, Salamatus Sudur, saubere Herzen gegenüber Muslimen, Salamatus Sudur oder Salamatus Sadr, damit wird ausgedrückt, dass man ein reines Herz hat gegenüber anderen. Und die letzte Sache, die er nennt, Nushu lil Umma, Aufrichtigkeit mit der Umma. Aufrichtigkeit in Bezug auf die Umma. Tayyib. Man muss aber eine Sache noch hinzufügen. Es gibt einmal die Nasiha, dann gibt es einmal die Al-Fadiha. Wisst ihr, was der Unterschied ist? Al-Nasiha bedeutet der aufrichtige Rat. Al-Fadiha bedeutet, jemanden zu entblößen. Al-Fadiha bedeutet, jemanden zu entblößen. Ein Anführungsstrichen aufrichtiger Rat in der Öffentlichkeit oder vor allen Menschen, das ist keine Nasiha. Das ist keine Nasiha. Damit kränkst du die Person, die du eigentlich beratschlagen wolltest, wenn man das so nennen kann. Du kränkst sie, du greifst sie an in ihrer Würde, du schmähst sie. Und wenn er eine Person ist, die etwas Hochmut in sich hat, dann verleitest du ihn auch noch dazu, wenn das wirklich ein aufrichtiger Rat war, wegen seiner Hochmut die Wahrheit, die du ihm gesagt hast, sie abzulehnen. Das ist nämlich meistens so. Wenn der Mensch etwas arrogant ist oder hochmütig ist und er sieht sein Gegenüber unter ihm, der wird sich seiner Aussage nicht fügen können. Richtig? Er wird sich ihm nicht fügen, denn das greift ihn an, das greift seine Würde an, dass seine Herrlichkeit wird dadurch verletzt. Deswegen sagt der Prophet, er definierte die Hochmut so, als ein Mann kam zu ihm, und er hatte so einen Hang danach, sich schön zu bekleiden, sich schön zu halten. Er sagte, mir gefällt es, schön zu sein, schöne Schuhe zu tragen, schöne Kleidung zu tragen. Gehört das zum Hochmut? Er sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, inna Allah jamil und yuhibbul jamal. Allah ist schön, er liebt die Schönheit. Und dann erklärte er den Kibr. Was ist denn Kibr? Er sagte, al-Kibru batarul haqqi. In meiner Überlegung heißt es وَغَمْصُنْ نَاسِ بَطَرُ الْحَقِّ, das Ablehnen der Wahrheit. Das Ablehnen der Wahrheit ist nicht der Kibir selbst, aber der Kibir führt dazu. Jemand sagt dir etwas, es kann auch in ganz belanglosen weltlichen Dingen sein, nicht nur in der Religion. Er möchte sich einfach nicht von jemandem belehren lassen. Auch wenn es in weltlichen Sachen ist. Hier, das müsstest du so machen, dann wäre es besser.
Er ist aber zu stolz dafür und sagt, nein, lass mich, ich weiß schon, wie das geht. Obwohl er sich vielleicht damit viel Zeit hätte einsparen können, vielleicht sogar Geld, aber die Hochmut. Wa Nummer zwei war Ramsun Nas. Oder ja, Ramsun Nas, das heißt, die Menschen zu verachten, sie zu verachten. Das ist der Al-Kibr. Daher, die Nasiha in der Öffentlichkeit ist eine Fadiha, keine Nasiha, wenn du jemanden tatsächlich, wenn du mit jemandem etwas Gutes möchtest, dann solltest du das unter zwei Augen machen. Oder vor jemanden, es gibt manchmal Personen, vor denen schämt der Mensch sich nicht oder ihn macht das nichts aus, wenn in ihrer Anwesenheit etwas gesagt wird oder eben vor solchen Leuten. Aber nicht in öffentlichen Sitzungen oder da, wo mehrere Menschen anwesend sind, das könnte ihn nämlich, das könnte ihm mehr schaden als nutzen. Deswegen sagt Abdul Aziz ibn Abi Rawad, den wir auch gestern schon zitiert hatten, in dem Fall der Al-Jinaza, wenn ihr euch erinnert, sagte jene, die vor euch waren, wenn sie jemanden einen Ratschlag oder wenn sie von jemandem etwas sahen, etwas nicht Akzeptables sahen, ra'a min akhihi shay'an, yani etwas nicht Würdiges sah, ya'muruhu fi rifq, befahlen sie ihn mit Güte und mit Zärtlichkeit an, befallen sie ihm mit Zärtlichkeit und Güte an, was sie sagen wollten. Also nicht grob, rilza. Diese groben Wörter sind wie Hochmut, sie schaden meistens, als dass sie nutzen. Denn die meisten Menschen akzeptieren es nicht, dass man mit ihnen so spricht. Oder? Oder macht es dir Spaß, wenn jemand zu dir kommt? Vielleicht hast du etwas nicht gewusst. Manchmal macht man gewisse Sachen mit bewusst, aber manchmal kann es auch sein, dass das unbewusst passiert ist. Und jemand kommt zu dir, schreit dich an und fügt ein paar Schimpfwörter hinzu. Vielleicht fuchtelt er mit seiner Hand noch in deinem Gesicht. Würde dir das gefallen? Ich glaube, die meisten würden nicht mal drauf eingehen dann. Oder nicht mal die Gedanken hegen, ihr Verhalten nochmal zu überprüfen. Also das, weswegen er kritisiert wird. Und deswegen sagt der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, er sagte, als er Aisha radiallahu ta'ala anha hörte, ein Jude oder so, er ist vorbeigegangen und sagte, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Dann hat sie gesagt, wa alaikum wa la'na. Und über euch auch, und die La'na hat noch andere Sachen gesagt. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ja Aisha, wa Aisha, مَا كَانَ الرِّفْقُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَ. Der Rifq, also der Rifq heißt nicht grob zu sein. Wenn er in einer Sache ist, macht er sie schön. Wenn der Rifq eine Sache begleitet, eine Aussage oder eine Handlung, verschönert er sie. وَمَا نُزِعَ مِن شَيْءٍ إِلَّا شَانَ. Und wenn er von etwas entnommen wird, lässt er es hässlich dastehen. Die Handlung sieht hässlich aus, die Aussage sieht hässlich aus. Er sagt weiter, فَيُؤْجَرُ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِ. Also, wenn jemand etwas von seinem Bruder sah, hat er ihn in einer angemessenen Art und Weise unterwiesen. فَيُؤْجَرُ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِ. Darum wird er in seinen Befehlen und Verboten, wenn er ihm etwas befiehlt oder verbietet, belohnt. Und dann sagt er, وَإِنَّ أَحَدَ هَاُولَىٰ, er spricht über eine neue Generation. Die Generation vorher ist abgeschlossen, jetzt kommt eine neue Generation. وَإِنَّ أَحَدَ هَاُولَىٰ يَخْرِقُ بِصَاحِبِهِ فَيَسْتَغْضِبُ أَخَاهُ وَيَهْتِكُ سِتْرَهُ. Aber dieser hier jetzt, er durchlöchert seinen Bruder. Also er meint damit, dass er auf eine unangemessene Art und Weise mit ihm seinen vermeintlichen, aufrichtigen Rat erteilt. فَيَسْتَغْضِبُ أَخَاهُ. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Er bringt ihn zum Zorn.
Er bringt sein Gegenüber zum Zorn, وَيَهْدِكُ سِدْرَ, und löst seinen Schleier auf. Er meint damit einen Schleier, es kann sein, dass jemand verschleiert ist, jemand, yani, es besteht zwischen ihm und den Menschen ein Vorhang. Die Leute wissen nichts davon. Aber durch sein Verhalten macht er das allgemein bekannt. Das ist nur die schlimmste Form der Nasiha. Es gibt, sagen wir es mal so, zwei Situationen. Ein Mensch macht etwas, was er macht, in der Öffentlichkeit. Also sowieso schon bekannt. Und du beratschlägst ihn dann in der Öffentlichkeit. Das ist nicht so angemessen, aber noch schlimmer ist es, wenn er das, was er macht, im Verborgenen tut, kein Mensch weiß davon, nur du, und du beratschlägst ihn in der Öffentlichkeit und machst das weltweit bekannt. Hast du zwei Sachen gemacht. Einmal hast du seinen Schleier aufgehoben, diese Deckung, in der er war, und zweitens hast du ihn nochmal gedemütigt. Zwei Sachen. Tayyib.